Jasper Jones gehört zu den Malern, die die amerikanische Kunst grundlegend verändert haben. Bereits bei seiner ersten Einzelausstellung im Jahre 1958 gelang ihm der Durchbruch. Seine Werke faszinieren und irritieren den Betrachter gleichermaßen. Obwohl uns meistens ganz gewöhnliche Dinge des Alltags gezeigt werden, wissen wir nicht, was sie bedeuten sollen. Diese Objekte haben symbolischen Charakter, prägnant und rätselhaft zugleich, signalisieren sie komplexe und diffizile Gedankengänge, mit denen sich der Betrachter auseinandersetzen muss. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen, die Jasper nicht anspricht. Das liegt aber nicht an seinen Werken, sondern an seiner Konzeption. $6,400,000. Telephone bidder against your will in her. Here, fair warning. $6,400,000. Telephone bidder. Heute bezahlen die Sammler astronomische Summen für seine Werke. Für die Werke eines noch lebenden Künstlers. Sind sie das höchste Gut einer materialistischen Gesellschaft oder wirklich so außergewöhnlich? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Für mich geht es mit seiner Karriere bergab. Und besonders gut war er auch nie. Zu seinen Freunden gehören die bedeutendsten und kreativsten amerikanischen Künstler unserer Zeit. Der Maler Robert Rauschenberg, der Komponist John Cage und der Choreograf Merce Cunningham. Im Laufe des Lebens bekommen viele Dinge einen anderen Stellenwert. Und ich glaube, dass uns Johns Sichtweise in dieser Hinsicht ziemlich beeinflusst hat. Ich hatte einen Kommentar, der Finnegans Wake Zeile für Zeile erläuterte. Aber trotz aller Erklärungen bleibt das Buch selbst weiterhin rätselhaft. Trotz aller Erfolge ist Jasper Jones einer der Künstler, die nichts von Öffentlichkeit halten. Seine Aussagen in diesem Film sind ein Glücksfall für die Kunstgeschichte. Mir ist es am liebsten, wenn das, was ich sehe, auch der Wirklichkeit entspricht. Oder zumindest meiner Vorstellung von Wirklichkeit nahe kommt. Wenn ich aber eine Illusion als solche erkenne, dann ärgere ich mich darüber. Wenn Jones ein Bild malt, kommt es ihm nicht darauf an, ob er auf jede Frage eine Antwort findet. Der Akt des Malens ist gewissermaßen ein Wechselspiel von Frage und Antwort. Also, a large part of my work has been involved with the painting as object. In meinen Bildern habe ich mich lange mit dem Akt des Malens, mit dem Malen selbst auseinandergesetzt. Allerdings bin ich dann dazu übergegangen, Bilder aus Gebrauchsgegenständen zu schaffen. Ich sollte es vielleicht nicht sagen, aber Jasper ist für mich ein richtiger Schmierfink. Es gefällt mir, dass er sich in die Farben kniet. Wenn Sie so wollen, ist es eine ganz raffinierte oder ziemlich einfache Art, mit Fingerfarben zu malen. Er hat einmal die Fahne gemalt und schon war er berühmt. Aber in Wirklichkeit ist seine Malerei sehr schwierig. Ziemlich konservativ und was die Technik anbetrifft, sehr experimentell. At times I will attempt to do something which seems quite uncalled for in the painting. Manchmal will ich etwas ausprobieren, was die Malerei eigentlich nicht leisten kann. From where it is,
Dann hat das Bild keinen logischen Aufbau mehr, sondern verselbstständigt sich. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass alles im Leben nur sehr bruchstückhaft ist. Überall ereignen sich die verschiedensten Dinge und ich möchte, dass sich diese Vielschichtigkeit in meinen Bildern widerspiegelt. Ich möchte nicht, dass meine Werke ein Spiegel meiner Gefühle sind. Time Magazine, 1959. Der 29-jährige Jasper Jones ist der neue Liebling in der schillernden, grellen Kunstszene der Avantgarde. 1958 kannte man nicht einmal seinen Namen. Jetzt verkauft er sich in Manhattan und stellt in Paris und Mailand aus. Bei seiner ersten Ausstellung kaufte Alfred Barr, der einflussreiche Leiter des New Yorker Museums für moderne Kunst, drei Bilder für die Sammlung. Eine außergewöhnliche Ehre für einen jungen Künstler. Venedig 1988. 30 Jahre später gilt Jasper Jones als der bedeutendste amerikanische Maler und Grafiker. Das Museum in Philadelphia zeigt seine Werke als den amerikanischen Beitrag bei der Biennale in Venedig. Jasper Jones gewinnt den großen Preis und Time Magazine vergleicht ihn jetzt sogar mit Rembrandt. Es lag auf der Hand, dass Jones Erfolg haben würde. In meinem Fall war das nicht so offensichtlich. Aber das hat uns auch nicht interessiert. Darum haben wir uns nicht gekümmert. Für uns war nur das Malen wichtig. Man möchte nicht gegängelt werden, nicht das Gefühl haben, durchschaut zu sein und jeden Anschein von Denken verbergen. Denn ein Gedanke muss nicht offengelegt werden. Jasper Jones hat sein ganzes Leben der Kunst gewidmet. Und viel mehr wissen wir nicht über ihn. Was er mit seinen Bildern aber ausdrücken will, ihre Interpretation bereitet dem Betrachter oft Schwierigkeiten. Vielleicht will ich etwas ausdrücken, vielleicht aber auch nicht. Und die Existenz des Bildes ist die einzige Aussage. Wenn die Leute etwas stört oder beruhigt oder sie etwas damit anfangen können, so liegt das an ihrer Umgebung. Und sie reagieren darauf genauso normal wie auf alles andere. Obwohl der Künstler schwer zugänglich ist, hat er eine ungeheure Ausstrahlung. Wenn er die amerikanischen Ausstellungsräume in Venedig betritt,
liegt eine seltsame Spannung in der Luft. Es ist Johns erste große Ausstellung seit 13 Jahren. Er ist nervös, besorgt, auf jedes noch so kleine Detail bedacht. Warum lässt sich das nicht heute machen? Warum kann man die Dinger nicht heute in die Wand schrauben? Viele Kunsthistoriker glauben, dass Künstler so malen, wie sie es beschreiben. Im Grunde geht es dem Künstler nur darum, den Gegenstand zu machen, ihn so schön, so provozierend als möglich zu machen. Das trifft auch auf Johns zu. Einmal fragte ich ihn nach seinen großen Plänen und er sagte etwas wie, alles, was ich mache, will ich gut machen. Wir unterscheiden Dinge voneinander, in der Regel. Manchmal tun wir das aber auch nicht. Ich habe auf die Signatur des Bildes geschaut. Sie lautete Jasper Johns, ein Name, den ich noch nie gehört hatte. Damals erkannte ich noch nicht, dass es eine Zielscheibe war. Doch wie es der Zufall so wollte, besuchte ich ein paar Tage später Rauschenbergs Atelier. Rauschenberg bot uns einen Drink an, während wir seine Bilder besichtigten. Er besaß keinen Kühlschrank, im Gegensatz zu Jones, der unter ihm wohnte. Ich konnte es nicht erwarten, seine Bilder zu sehen und fragte Bob, ob wir nicht eine Pause machen und in Jaspers Studio gehen könnten, um dessen Bilder anzusehen. Gutmütig, wie Rauschenberg war, gingen wir hinunter und dann stand ich vor einer wunderbaren Fülle von Bildern, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Castelli bot Jones sofort eine Einzelausstellung an und er ist auch heute noch sein Galerist. Eines Nachts träumte ich, dass ich eine riesige amerikanische Fahne male. Als ich am nächsten Morgen aufstand, besorgte ich alles Nötige und machte mich an die Arbeit. Einiges habe ich direkt auf die Leinwand aufgenäht. Es ist kein sehr gutes Bild, weil ich zuerst mit Emailfarbe gemalt habe, die nicht schnell genug trocknete. Ich erinnerte mich aber, dass ich etwas von Wachs, von Encaustic gehört hatte. Als das Bild halb fertig war, griff ich zu dieser Technik, weil man das Wachsgemisch, wenn es abgekühlt ist, nicht mehr verwischen kann. Jones bezeichnete seine Fahnen und Zielscheiben als Dinge, die jeder bereits kennt. Ganz im Gegensatz zu den Bildern der abstrakten Expressionisten, die man mit den Tintenklecksen eines Rorschach-Tests vergleichen könnte. Die Nachahmer des abstrakten Expressionismus brachten irgendwann nichts Neues mehr. Es gab eine Flaute in der amerikanischen Kunst und man sehnte sich danach, das war auch dringend notwendig, dass etwas geschehen würde. Johns bot eine Alternative an, indem er sich ganz einfach an Gebrauchsgegenständen inspirierte. Dann malte ich Zielscheiben und Nummern. Dabei gelang es mir, mein Werk mit Abstand zu betrachten, sozusagen neutral zu sein. Es nur zu machen, aber nicht zu bewerten. Die Arbeit an einem Bild, der Malvorgang, war für Jasper am wichtigsten. Es schien, dass sich die Bildinhalte verselbstständigten, sobald er sich entschlossen hatte, eine Landkarte oder eine Zielscheibe zu malen. Das gab ihm die Freiheit, seine Idee in dem Rahmen, den er sich selbst gesteckt hatte, umzusetzen. Es gilt aber nicht nur für die Motive, sondern auch für den Malvorgang selbst.
Wenn ich eine Maltechnik anwenden kann, die ich zuvor noch nicht benutzt habe, gewinne ich sozusagen an Erfahrung. I will become a more skillful artist. Das will ich aber nicht beschwören. Er ist an die Grenzen der Malerei vorgestoßen. Essentially two-dimensional objects and flattening them out and then realizing that they weren't that flat. Es gelang ihm nämlich mittels der Enkaustik eigentlich zweidimensionale Gegenstände als dreidimensional erscheinen zu lassen. Andere haben das zwar auch versucht, aber es hatte nie diese Wirkung. Johns hat sich von Anfang an auch lustig gemacht. Nehmen Sie nur diese Ballantine-Bierdosen, diese bemalte Bronze. Ist es ein Stillleben, ein Witz oder ein Denkmal? Will er einen damit hinters Licht führen? Solche Paradoxe finden wir eigentlich in seinem gesamten Werk wieder. Jemand erzählte mir, dass de Kooning von Leo Castelli, mit dem er sich über irgendetwas stritt, gesagt habe, man brauche diesem Hundesohn nur zwei Bierdosen zu geben und er würde sie verkaufen. Damals habe ich einige Skulpturen gemacht. Ein oder zwei Taschenlampen und Glühbirnen. Als ich dies hörte, dachte ich, das gibt eine fabelhafte Skulptur. Ich habe sie gemacht und Leo hat sie verkauft. Die neue Bewegung, die nicht mehr abstrakt malte, sondern ihre Motive aus dem Alltag nahm, wurde vor allem von zwei Künstlern getragen. Während Jasper Johns sich dazu entschloss, Alltagsgegenstände in einem ganz anderen Licht zu zeigen, kombinierte sein Freund Robert Rauschenberg Bildzeichen wegen ihres Bedeutungsgehaltes. Damit war die Vorherrschaft der abstrakten Expressionisten gebrochen und der Grundstein für Pop Art und Minimalismus gelegt. Roscoe war zutiefst deprimiert. Er empfand es als Beleidigung, dass Leute, die seine Bilder gekauft hatten, einen so schlechten Geschmack besaßen, Jones, Rauschenberg oder Andy Warhol zu sammeln. Es war ein furchtbarer Rummel und ich glaube, dass Jasper eine weiße Krawatte und einen Frack trug. Er zog sich gerne elegant an. Und dass Scharen von juwelenbehangenen Witwen in Abendkleidern kamen. Ich höre es noch heute, wie ihn eine dieser Witwen ins Kreuzverhör nahm und sagte, Mr. Jones, ich weiß, dass Sie aus dem Süden sind. Ich vermute, dass Sie aus einer alten Großgrundbesitzerfamilie stammen. Er sah ihr gerade ins Gesicht und antwortete, nein, aus der armen weißen Unterschicht. Meine Jugend war keine besonders erfreuliche Zeit. Henry Moore hat einmal gesagt, Kunst sei nie etwas anderes, als der Versuch, die Intensität früherster Erfahrungen zurückzugewinnen. Ich glaube auch, dass alles, was ich mache, irgendwie mit meiner Kindheit zusammenhängt. Aber so weit wie Moore würde ich dann doch nicht gehen. Jasper Johns wuchs in Allendale, einer Kleinstadt in Südcarolina, auf. Damals, als Jasper hier gewohnt hat, war es noch nicht mal eine Kleinstadt. Man spielte draußen und musste nicht sagen, wohin man ging. Jeder kümmerte sich um den anderen und niemand sperrte sein Haus ab. Jaspers Großvater war ein wohlhabender Farmer und einer der Gründer von Allendale. Jasper kam nach der Schule mit zu uns und abends nach dem Essen holte ihn sein Großvater dann ab. Das war, als er schon zur Schule ging. Zu seinem Großvater ist er gekommen, als er 2 war.
Nach der Scheidung seiner Eltern zog Jasper in das alte Backsteinhaus seines Großvaters. Beide Eltern wohnten nur um die Ecke. Meine Ausbildung als Künstler ist sehr dürftig. Mit Malerei bin ich damals nur sehr oberflächlich in Berührung gekommen. Und selbst heute ist das nicht anders. Was immer man denkt oder fühlt, man besteht mit dem, was man gemacht hat. Es ist das Bild, das zählt. Nachdem Jasper Jones das College verlassen hatte, übersiedelte er nach New York. Damals zerstörte er den größten Teil seiner frühen Arbeiten, denn er hatte beschlossen, nicht mehr Künstler werden zu wollen, sondern Künstler zu sein. Bereits als Kind wollte ich schon immer ein Künstler werden. Aber wo ich groß geworden bin, gab es keine Künstler. Und daher konnte ich mir nichts Richtiges darunter vorstellen. Ich glaubte, dass ich ein anderes Leben führen würde. Ich denke, das waren meine kindlichen Vorstellungen. In meiner Umgebung schien für alles Platz zu sein, nur nicht für Künstler. Mit dem Künstler verband meine kindliche Fantasie vor allem die Vorstellung, hier wegzukommen. Und da es hier so etwas nicht gab, ich aber einer werden wollte, musste ich weggehen. Jones kam Anfang der 50er Jahre nach New York. Er arbeitete nachts in der Buchhandlung Marlborough, als er Rauschenberg zum ersten Mal traf, der sich als Künstler gerade so über Wasser hielt. Um Geld zu verdienen, haben sie für Tiffany die Schaufenster dekoriert. Well, the concept was nature mord, still lives. Ich hatte ein Buch über Stillleben bekommen. Und da kam mir die Idee, dass das genau die richtige Schaufensterdekoration für Tiffany sei. Ich hatte 1956 gerade bei Tiffany angefangen und dachte sofort an Bob und Jasper. Well, with Bob and Jasper, you see, I wasn't showing their serious work. Ich wollte nicht ihre Kunst ausstellen. Sie entwarfen die Schaufensterdekoration. Und das ist auch Kunst. Vielleicht sind andere Künstler nicht dieser Meinung. Aber ich glaube, das eine beeinflusst das andere. Man erkennt eine Begabung. Und ich finde, dass es gar nicht darauf ankommt, ob man Schaufenster dekoriert oder Bilder malt. There was one thing that they were doing, in which they took a big cassava melon. Einmal haben sie eine große Melone gemacht. Die sah so aus, als ob sie jemand in Stücke geschnitten hätte. Die arrangierten sie im Schaufenster und behängten sie mit Diamanten und Juwelen. Sie sollten die Gegenstände im Raum so arrangieren, dass man glaubte, sie seien gemalt. Sie haben einen ganzen und einen aufgeschnittenen Granatapfel ins Fenster gesetzt. Die sahen so echt aus, wie auf einem Stillleben. Bob und Jasper haben eng zusammengearbeitet. Und ich weiß nicht, wer was gemacht hat. So wie zum Beispiel bei diesen Blumen. Ich weiß nicht, warum ich Jasper erwähne. Aber ich denke sofort an Jasper, wenn ich diese Blumen betrachte. Vielleicht hat sie auch Bob gemacht. Aber ich fühle, dass es Jasper war. Nach seiner ersten erfolgreichen Ausstellung war Jones finanziell in der Lage, sich nur noch seiner Arbeit zu widmen.
Die Zielscheiben und die Fahnen waren als Sujets nicht so interessant wie die Machart des Bildes selbst. Aber heute muss ich zugeben, dass alles an diesen Bildern interessant ist. Jones ist mehr oder weniger Autodidakt. Wichtiger als die handwerkliche Ausbildung waren für ihn die Freundschaften, die er schon früh mit anderen Künstlern schloss. There was a period in my life where Louis, Merce, John and Bob Rauschenberg and I were very close. Es gab eine Zeit, da war ich mit Merce Cunningham, John Cage und Bob Rauschenberg eng befreundet. We all were together very often. Und wir waren sehr oft zusammen. And since all three of them were and are artists that I admire very highly. Da alle drei Künstler sind, die ich zutiefst bewundere, habe ich mich bei ihnen nach Ideen umgesehen. I looked to them for. Ich suchte auch. Probably. Ihre Anerkennung für meine Arbeiten. Also and for approval of what I did. John being the most sort of teachy. John war der beste Lehrer in der Gruppe. Of the group. And probably having a clearer understanding of. Er konnte seine Vorstellungen von den verschiedenen Ausdrucksmitteln, die wir alle benutzten, am klarsten artikulieren. Und deshalb war er damals so wichtig für mich. Extreme importance to me at that time. Während Cage von der traditionellen Kompositionsweise zur Zufallskomposition überging, entstanden Johns Bilder in langwieriger Arbeit. Well, you see, I think often in my choices I go through a kind of a process of psychological disturbance that would be very offensive to John. Bei meiner Arbeit befinde ich mich oft in einem Zustand geistiger Verstörung. John würde diese Arbeitsmethode ablehnen. Er würde das blöde finden. Schlimmer als blöde. But that allows for immediately a complexity. Aber dadurch entsteht sofort eine gewisse Vielschichtigkeit. I think that very thing appealed to me. Und genau das reizte mich von Anfang an bei der Betrachtung von Bildern. Right from the beginning. And I think perhaps it's because in my own work I have a tendency to deal in complexity. Und deshalb habe ich bei meiner Arbeit eher die Tendenz, mich mit komplexen Fragen auseinanderzusetzen. Things involving dancing, involving movement. Ende der 60er Jahre war Jones als künstlerischer Berater für die Cunningham Dance Company tätig. Seine Zielscheibe ist immer noch das Markenzeichen der Truppe. Er entwarf für viele Ballette die Kostüme und Dekorationen, unter anderem auch für Walk Around Time. Es ist seine Hommage an einen Künstler, der für ihn eine wichtige Rolle spielte. Die Dekorationen zu Walk Around Time basieren auf Duchamps Skulptur Grand Vert. Es war Robert Rauschenberg, der Johns in Philadelphia die Duchamp-Sammlung gezeigt hat. Im Jahre 1913 schockierte Marcel Duchamp die Kunstszene mit seinem Akt eine Treppe hinabsteigend. Während des Ersten Weltkriegs gehörte Duchamp zu den Begründern der Antikkunst, des sogenannten Dadaismus. Kunst wurde zu einer Definitionssache. Wenn jemand sagte, das ist Kunst, war es Kunst. Die Abbildung der amerikanischen Fahne ist die Krönung des Dada. Mit der Fahne griff Jones etwas auf,
was man als absurde Komponente des Dada bezeichnen könnte. Ich würde es eher Nihilismus nennen. Nachdem meine Tante Gladys einen Artikel in einer Zeitschrift gelesen hatte, schrieb sie mir einen Brief und sagte, dass sie stolz auf mich sei. Es hätte sie viel Mühe gekostet, ihren Studenten Respekt vor der Fahne einzuflößen. Und sie wäre froh, dass es bei mir auf so fruchtbaren Boden gefallen sei. Während Duchamp Alltagsgegenständen und Kunst den gleichen Status zubilligte, ging Johns einen Schritt weiter, indem er die traditionelle Unterscheidung zwischen Kunst und Alltagsgegenständen aufhob. There's one period in which he was studying Duchamp's notes for the large glass very carefully. Eine Zeit lang hat er sich mit Duchamps Aufzeichnungen zu Grand Verre intensiv beschäftigt. Dann begann er mit der Arbeit und machte Notizen in sein Skizzenbuch. Das macht er auch heute noch manchmal so. Ich will damit sagen, dass er einen Anstoß braucht, etwas, das ihn reizt. Johns hat sich mit Duchamp intensiv auseinandergesetzt. Seine Mona Lisa spielt auf Duchamps Parodie an und Duchamps Profil taucht immer wieder in seinen Bildern auf. Er hat sich auch für die Schriften des Philosophen Ludwig Wittgenstein interessiert, der glaubte, dass man die Welt mittels logischer und präziser Sprache erklären könnte. Wittgenstein vertritt in seiner sogenannten Abbildtheorie die Auffassung, dass Aussagen ein Stück Welt abbilden können, weil sie der sprachliche Ausdruck von Gedanken sind. Auch Johns hat sich intensiv mit dem Gedanken von Abbild und Wirklichkeit auseinandergesetzt. Wittgenstein sagt, man zeigt mir den Hasenentenkopf und fragt mich, was das sei. Da kann ich sagen, das ist ein Hasenentenkopf. Aber ich kann auch ganz anders auf die Frage reagieren. Hätte ich gesagt, es ist ein Hase, so wäre mir die Doppeldeutigkeit entgangen. Natürlich lassen sich Wittgensteins Gedanken nicht ohne weiteres auf ein anderes Medium übertragen. Dennoch könnte man einen Zusammenhang zwischen Johns Beschäftigung mit dem Philosophen und der zunehmenden Bedeutungsvielfalt in seinen Bildern herstellen. Dass Johns in seinem Bild Fehlstart, ein standardisiertes Alphabet und Farbnamen verwendet, ist Definition und Irreführung zugleich. Zwischen den Namen der Farben, den Farben der Buchstaben, aus denen sie sich zusammensetzen, und den Farbtafeln, die sie beschriften, besteht keinerlei Zusammenhang. Das Sprechen über Farbe bezieht sich hier nicht allein auf das Bild, sondern auf das Wesen, auf die Natur von Farbe selbst. Johns faszinierte die Vorstellung, mit Symbolen und Assoziationen zu arbeiten. Der Betrachter dieser Bilder wird eingeladen, die Gedankengänge des Künstlers nachzuvollziehen, seine Aussagen zu verstehen. Sometimes you will have an idea when you have a painting, whereas you had no idea before you had a painting. Manchmal fällt uns zur Interpretation eines Bildes etwas ein, wenn das Bild fertig ist. Manchmal hat man seit längerem eine ganz klare Vorstellung, die man nur umsetzen muss. Manchmal hat man nur den Drang, etwas zu schaffen, und dann sieht man, was dabei herauskommt. Das Bild im Atelier stammt aus dem Jahr 1982. I had seen an empty canvas propped against a painting in my studio. In meinem Studio ist mir eine leere Leinwand aufgefallen, die gegen ein Bild gelehnt war. Das erklärt das leicht perspektivische Rechteck. Ich hatte noch einige Wachsabgüsse von einem Kinderarm. Ein dreidimensionaler Gegenstand, der in Beziehung zur räumlichen Darstellung auf der Leinwand steht. Ein Holzstab ragt aus der Leinwand hervor. Ich wollte zur gleichen Zeit die Realität und ihr Abbild nebeneinander stellen, den Raum selbst sichtbar machen. Die Bilder im Hintergrund des Studios, zumindest eines davon, zerläuft. Die ganze Szene setzt sich nur aus wenigen Elementen zusammen. Ich wollte einfach zeigen, dass sich etwas bewegt. Gleichzeitig hat Jasper einen Fisch gekocht.
Der Bildhauer Richard Serra bekam von Jasper Jones seinen ersten Auftrag. Jones hatte im Whitney Museum eine Arbeit gesehen, die aus geschmolzenem Blei bestand, das Serra gegen die Wand und auf den Boden geschleudert hatte. He was also opening his mail. Gleichzeitig öffnete er seine Post, malte an einer grün-lila-orangefarbenen Zielscheibe und erledigte geschäftliche Angelegenheiten. Zwischendurch holte er eine Leiter, ging zu dem Ventilator am Fenster, stieg hinauf, öffnete das Fenster, kletterte hinunter, klemmte die Leiter unter seinen Arm und ging wieder in die Küche. Und als ich wissen wollte, wie lange er schon an diesem Bild male, sagte er, 8 Jahre. Dann brachte er irgendetwas in ein anderes Zimmer. Ich fragte ihn, ob ihm das Spaß mache, und er sagte, welche der Tätigkeiten meinen Sie? Rasende Gedanken. 1984. Eine Zeit lang hatte ich Angstzustände. Denn jedes Mal beim Einschlafen suchten mich Bilder und unzusammenhängende Gedankenfetzen heim. I was having dinner with a psychologist that I had met. Einmal aß ich mit einem Psychologen zu Abend, dem ich erklärte, was mir seit einer Woche widerfuhr. Er antwortete, wir nennen das rasende Gedanken. Es hat mich sehr gefreut, dass es für meinen Zustand ein Fachwort gab. ...1985 begann Jasper Jones mit der Arbeit an dem Zyklus Die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten werden mit den 4 Lebensaltern in Zusammenhang gebracht. Kindheit, Jugend, Reife, Alter. Der junge Jasper Jones hat einmal gesagt, dass seine Bilder kein Spiegel seiner Gefühle sein sollten. Der reife Künstler gibt im Rückblick zu, dass ihm dies vielleicht nicht gelungen sei... und man letztendlich doch Farbe bekennen müsse. Vor allem, wenn der Künstler Figuren malt, gibt er ein Stück seiner Identität preis. Sei es, dass sie nur schemenhaft angedeutet, in 2 Hälften zerschnitten sind oder sich im Nebel der Vergangenheit verlieren. Well, they reflect a different kind of rhythm because they're fairly complicated in terms of imagery. Meine Jahreszeiten sind anderen rhythmischen Gesetzen unterworfen, weil sie metaphorisch gesprochen sehr vielschichtig sind. Durch die Vielzahl wiederkehrender Details bekommen sie aber etwas Zyklisches. Entsteht der Eindruck einer gewissen Einheit. Sie sind deshalb geschlossener als viele meiner anderen Arbeiten. Jasper Jones hat bestimmte Themen und Bilder immer wieder behandelt. Das erinnert stark an die Drucktechnik. Beim Drucken spricht man von verschiedenen Stadien, worunter man den Prozess vom ersten Probedruck, der Überarbeitung bis hin zu den endgültigen Abzügen versteht. Jones hat in seinem Leben hunderte von Lithografien und Radierungen hergestellt, die dieselben Motive und Gegenstände wie seine Bilder und Skulpturen behandeln. Er beherrscht die verschiedenen Druckverfahren meisterlich. Bei der Lithografie wird manchmal mit fetthaltiger Kreide oder lithografischer Tusche direkt auf den Stein gezeichnet. Für die Farblithografie verwendet man dagegen mehrere Druckstöcke nacheinander.
Zu jedem wichtigen Bild gibt es als Gegenstück einen Druck. Hier die Radierungen nach den Jahreszeiten. Später überarbeitete Johns die Druckplatten und fing an, schwarz auf Farbe zu drucken. Auf diese Weise entstand eine ganz andere Druckfassung. Nachdem eine Schwarz-Weiß-Serie der Jahreszeiten fertig war, überarbeitete Johns die Druckvorlagen erneut. Vor 3 Jahren hat er mit der Arbeit an diesen polierten Kupferplatten begonnen. Bei der Radierung benutzt der Künstler Säure, um Linien und Muster in die Metallplatte einzuätzen. Interessante Muster und Strukturen lassen sich bei der Bearbeitung mit Schmirgelpapier oder mit Werkzeugen wie der Lochzange erzielen. Ich hebe alle Druckvorlagen auf. Radierung und Lithografie sind traditionelle handwerkliche Techniken. Man braucht dazu viel Erfahrung und sogar ein geübter Künstler wie Johns arbeitet mit einem Meisterdrucker zusammen. Aber mit seinen Künstlerkollegen arbeitet er nur selten zusammen. 1983 schuf er eine Reihe von Illustrationen für das Buch Fizzles. Die Texte stammen von Samuel Beckett. Einer der ersten Drucke ist mit Wörter betitelt. Er spiegelt die verschiedenen, sich überlagernden Ebenen des Textes wider. It was he who wailed, he who saw the light. I didn't wail, I didn't see the light. It's impossible I should have a voice, impossible I should have thoughts. And I speak and think, I do the impossible. It is not possible otherwise. It was he who had a life. I didn't have a life. A life not worth having. Because of me, he'll do himself to death. Because of me, I'll tell the tale. The tale of his death. The end of his life and his death. His death alone would not be enough. Not enough. If he rattles, it's he who rattles. I won't rattle. He who rattles, I won't die. Perhaps they'll kill him. If they find him, I'll be with him. He'll rot. Durch sein Werk zieht sich unterschwellig eine andere Bedeutungsebene, und das ist mehr als offensichtlich. Bei Bildern wie Gefährliche Nacht meine ich damit diesen tiefgehenden Schmerz, so wie wenn einer mit einem Nagel über eine Tafel kratzt. 1943 komponierte John Cage ein Stück mit dem Titel
Gefährliche Nacht. The first title for that piece came from an Irish myth. Ursprünglich hieß das Stück anders. Der Titel stammte aus einer alten irischen Sage. Ich nannte es nicht Gefährliche Nacht, sondern Gefährliches Bett. Damals lief gerade die Scheidung zwischen Xenia Cage und mir. Und als ich es komponierte, hatte ich die Schattenseite der Erotik vor Augen. It was the dark side of the erotic. It presents a situation. Das Stück behandelt Extremsituationen, in denen man sich findet und wieder trennt. Well, where things were together, that they can go far apart. In der Sage stand das Bett auf einem polierten Jaspisboden. Das englische Wort dafür ist Jasper, wie in Jasper Jones. I could have your attention, ladies and gentlemen, please. Before I begin, I must just read the customary announcements. Bidders are reminded that the... Jones' Werke sind heute fast unbezahlbar. Bei Auktionen stürzen sich die Sammler auf seine Bilder und die erzielten Preise brechen einen Rekord nach dem anderen. 1988 bezahlte ein Sammler für das Bild Taucher auf einer Auktion 4,1 Millionen Dollar. Es ist einer der höchsten Preise, der jemals für das Werk eines noch lebenden Künstlers erzielt wurde. 1988 versteigerte Christie's die weiße Fahne, ein Bild, das ursprünglich einmal 2.000 Dollar gekostet hatte. $5,800,000. It is this side at $5,800,000 against you left. At $6 million on the telephone. Six million. What's that? Two? One. All right. $6,000,001 ahead of your bidder. I'll take 6-2. No, $6,000,001 is against you. In the room. Against the gallery, too. $6,200,000 on the telephone. $6,300,000 in the room. $6,300,000. Nach einem spannenden Gefecht zwischen Sammlern im Saal und einem Bieter am Telefon wurde das Bild schließlich für $6,4 Millionen zugeschlagen. $6,400,000 on the telephone. And against your bid.
against the room at $6,400,000. The telephone bidder against you all in here, here, fair warning, at $6,400,000. Telephone bidder, $6,400,000. Einschließlich der 10% Kommission kostete das Bild dann über $7 Millionen. Doch auch dieser Rekord hielt sich nur einen Tag. Am nächsten Tag erzielte das Bild Fehlstart bei Sotheby $17 Millionen. I don't think I fully understand it. Ich verstehe diese Entwicklung nicht. When it begins. Anfangs freut man sich, dass man seine Werke auch verkaufen kann. Es gibt einem die Freiheit, nur das zu machen, was man gerne machen möchte. Aber als die Preise ins Unermessliche stiegen, erkannte ich, dass die Gesellschaft den Wert und die Bedeutung eines Bildes bestimmt. Angebot und Nachfrage spielen auch eine große Rolle. Auf dem Markt sind nur wenige Jasper Jones zu haben und daher ist die Konkurrenz unter den Sammlern groß. In Kunst wird heute wie in ein Edelmetall investiert. In Wirklichkeit meinen die Leute nicht die Kunst, sondern das Geld. Wenn man also glaubt, es geht hier um Kunst, dann irrt man sich gewaltig. Auf den ersten Blick sieht es wie ein Gewirr von Pinselstrichen aus, aber Jasper Jones hat das Bild sehr sorgfältig konzipiert. Wenn Sie etwas sehen, was Sie fasziniert, ja sogar irritiert, kommen Sie zurück und betrachten Sie es sich noch einmal. Vergessen Sie dabei Ihre Bildung. Ich glaube, dass sie einem oft im Wege steht. Ich bin der Meinung, dass man seine Bilder auch ohne zu wissen, worum es immer geht, schätzen kann, weil sie sehr gut gemalt sind. Ich bin ehrlich beeindruckt, die gefallen mir. Man stellt sich Dinge vor, zu denen einen die Bilder anregen. Ich habe mich mit seinen Ideen nie auseinandergesetzt. Das hätte mich auch nicht interessiert. Aber ich mag seine Bilder. Und sie haben ein gewisses Etwas. Richtig interessant, weil er so viele verschiedene Dinge in einem großen Bild zusammenbringt. Ich glaube, dass er immer noch ein guter Maler ist. Er hat diese tolle Gabe. Er beherrscht zwar noch die Technik, aber er kümmert sich nicht um den Inhalt. Mir gefällt es, wie er mit Farben umgeht und wie sie leuchten. Ich mag die vier Jahreszeiten am liebsten, weil sie sein Leben zeigen, sein Altern und seinen Tod. Ich glaube, dass Jasper ein sehr konventioneller Künstler ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. In der Kunst gibt es Konventionen und Johns erweitert diese Konventionen, um sie so expressiv wie möglich zu machen. Meine Bilder sind nicht nur expressive Gesten. Einige von ihnen stelle ich mir als Facts vor oder zumindest aus dem Versuch zu sagen, dass ein Ding eine bestimmte Natur hat. Ich beschäftige mich damit, dass eine Sache anders ist, als sie war und wie sie anders sein wird, als sie ist. Und so wie ich von anderen beeinflusst worden bin, inspirieren meine Bilder vielleicht die nächste Generation von Malern.